Run of Bio, Fake Schnee und halbe Bundesrat. Der satirische Wochenrückblick. Bierfans, aufpasst! Montiert eure Biergestöcke, schnappt euch eure Jutesäcke und dann ab Richtung Bioregal. Ihr seid nämlich nicht mehr die einzigen. Grosse Run of Bio-Produkte in der Schweiz. Was will man denn auch anders machen? Sind alle normalen Regale mal leer, bleibt halt nur noch der Griff zu Bio. Hamster, kauf halt eben Bio. Vielleicht ist es auch der nackte Überlebensinstinkt, ganz nach dem Motto: In der Not frisst der Teufel Bio. Auch eine Idee mit Bio gegen biologische Erreger. Und natürlich ganz einfach nach der Werbung. Satire, Satire für die ganze Schweiz. Und ohne Kompromiss bekommst du mit uns. Darum klick jetzt schnell auf Abonnieren. Du willst kein aktuelles Weekly mehr verpassen? Dann vergiss nicht, Glocke zu drücken. Corona hat aber nicht nur Einfluss auf Bio, sondern auch auf die konventionelle Landwirtschaft. Besonders betroffen sind all die, die Herdöpfel anbauen. Pommes frites Stau wegen geschlossenen Restaurants. Ja, kein Wunder, wenn alle nur noch Bio und gesund wollen. Dabei haben sich Zentralschweizer Kantone doch so Mühe gegeben, um Abhilfe zu schaffen mit ihrer offenen Restaurantterrasse in den Skigebieten. Nicht in unseren Alpen, sondern für einmal im US-Südstaat Texas hat es Schnee gegeben. Viele haben nicht schlecht aus der Wäsche geholt, andere aber haben eine grosse Verschwörung vermutet. TikTok-Nutzer haben geglaubt, dass der Schnee in Texas fake sei. Schuld sei unter anderem der Bill Gates. Puh, diesen Texaner hat es direkt hier nicht gefahren. Oder hat es nicht reingeschneit? Aber übrigens, ein Fake ist auch die Luft. Ich meine, man kann sie ja weder sehen noch anlangen. Was kennst denn du sonst noch alles für unglaubliche Verschwörungstheorien? Schreib es uns unbedingt in den Kommentaren. Apropos Fake. Die Polizei sucht per Haftbefehl den Attila Hildmann. Deutschlands bekanntester Vegan-Koch ist untertaucht. Per Haftbefehl? Seit wann ermittelt die Polizei im Untergrund mit Deutschrapper? Wobei, eigentlich doch logisch. Auch die Polizei weiss, wer der Babo ist. Aber zurück zu Attila Hildmann. Der hat die Chance von seinem Leben verpasst. Ich meine, für einmal hat das Vegan-Koch alle Aufmerksamkeit gehabt. Und dann redet er über alles außer Essen. Statt mit der Polizei hat der Bundesrat Guy Parmelin Streit mit seinen eigenen Parteikollegen gehabt. Nur ein halber SVP-Bundesrat, die junge SVP, griff Guy Parmelin an. Nur ein halber SVP-Bundesrat? So neu ist das aber nicht für ein Parmelin. Als Winzer ist er ja schon lange nur ein halber Bauer. In einer Medienmitteilung findet Jungpolitiker dann aber noch klare Worte. Bundespräsident Guy Parmelin ist nicht viel besser wie sein Amtskollege Alain Berset. Wird der Parmelin so schon bald zum neuen Danseller? Logisch denken, pragmatisch handeln und sich loyal gegenüber seinen Bundesratskollegen zeigen. Das sind noch nie Qualitäten der jungen SVP gewesen. So viel zum Thema Zusammenstehen fürs Vaterland. Aber hey, der Titel «Halbe SVP-Bundesrat» passt ganz gut zum Parmelin. In der SVP hat man Walschi ja noch nie für voll genommen. Egal, ob du voll oder halb Bio bist. Hauptsache, du vergisst nicht, ein Abo zu lassen und Glocke zu drücken. So erfährst du immer sofort, wenn wieder ein neues Video da ist. Und vergiss nicht, uns seine unglaublichen Verschwörungsmythen in den Kommentaren zu schreiben. So werden Bill Gates und Co. noch wütiger. Nächste Woche ist dann wieder meine Kollegin Desiree für dich am Start. Hier findest du ihr das letzte Video.